Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays. Euer Swordy heißt euch herzlich willkommen zur nunmehr 10. Folge von Watch Dogs, also ein kleines Jubiläum. Und wir sind gerade auf dem Weg zu einem Gangversteck und wollen da mal ein bisschen aufräumen. Soweit ich weiß, ist das immer große Fun, wenn man macht Boom Boom mit die Gangs. Ja. Oh. So, wo ist er? Gängeversteck. Er hält sich normalerweise an gewisse Regeln. Aber Lucky lässt die Zügel etwas zu sehr schleifen. Dem hier lasse ich das nicht durchgehen. Ja, dann wollen wir mal, ne? Kleiner 150 Meter Sprint. Da seht ihr schon die rote Zone. Das ist ja ungefähr so wie bei unserem CTOS-Einbruch. Wir haben einfach viele Gangster zu killen, aber ich glaube, wir haben auch einen, den wir niederschlagen müssen, wenn ich mich recht entsinne. Ah, da brauchen wir sogar noch ein Profil von, okay. So, wo bin ich denn hier? Da will ich hier rein. Nicht, dann nicht. Ich dachte, ich könnte drüber klettern, aber anscheinend will er ihn gerade mal nicht. Immer noch nicht. Ja, super, endlich. Dann gucken wir mal, wo wir hier ein paar Gangster finden. Interessantes Parkhaus, wo man einfach nur rauffährt, ohne irgendwo parken zu können. Ich hoffe mal, ich bin hier richtig unterwegs. Denke aber schon. Die will ich nicht, die will ich nicht. Ich möchte meine Schallgedämpfte. Bitte, danke. Meine Teile mach so. Oh! Ja, das war, glaube ich, gerade suboptimal, was ich getrieben habe. Ja. Bin unschuldig. Hat mal jemand ein Auto für mich? Ich will dann nämlich nicht schon wieder hochrennen müssen. Otto, duf, duf. Ist mir wurscht, gib mir aber dieses Duft, Duft. Ich will nicht sterben. Musst du auch nicht. Wir brauchen die Polizei. Brauchen wir nicht. Immer noch weiter hoch. Okay, hier ist das Sperrgebiet.
ist denn der Kollege, den ich ausschalten möchte? Mit dieser Pistole? Höher. Ach Gott, ist manchmal nicht so einfach, so eine Maus zu bewegen. Ich würde gerne den Autoalarm hier auslösen, wenn es recht ist. Nein, ist es nicht? Okay, dann hacken wir uns mal in den Lift. Wer ist das? Hast du was gehört? Warte, ich führe schon wieder Selbstgespräche. Ja, vielleicht solltest du mal einen Psychiater wechseln. Kaputtes Stück Scheiße. Scheiße, das ist übel. Oh. Kopf runter, Leute! Hier! Und wieder mal bin ich mittendrin, statt nur dabei. Okay. Viel gebracht hat das jetzt nicht. Ich muss immer noch laufen. Geht doch mal da hoch, ich möchte die Pistole. Danke. Momentan möchte ich eigentlich eher diese Knifte. Wieso sollte mir die Munition ausgehen nach einem Schuss? Wer schießt denn die ganze Zeit auf mich? Ich sehe nicht. Mann! Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich anlegst. Ich stehe unter Feuer. Sag mal, zu blöd, den Typen umzunieten, oder wie, hä? Von der Seite!
Der schießt auf mich. Oh, der schießt auf dich. Auf seine Flanke. Los! So langsam wird's interessant. Da drüben liegt auch noch irgendwas rum, was ich gerne mitnehmen möchte. Nee, nicht hier, sondern da, dieses Tischle. Voll. Okay. Darf ich jetzt bitte schon wieder in Deckung gehen? So. Möchte bitte schon eins weiter, genau. Mach es nicht schwerer, als es sein muss. Da ist er doch, genau dich suche ich. Danke, da hinten ist noch der zweite. Na komm her. Komm, auf, komm zu Papa. Komm, na komm. Na fein. Ups. Lauf, Forrest, lauf. Was auch immer die gerade schießen. Scheiße, Junge. Wie lange sollen wir das noch machen? Ja, bis ihr alle tot seid, wie wär's damit? Du hast dich heute mit dem Falschen angelegt. Habe ich das wirklich? Aus der Deckung in die nächste Deckung, bitte. Danke. Irgendwer hat ja hier auf mich geschossen gerade. Wo ist er denn hin? Ja, jetzt geht doch in die nächste Deckung, meine Herren. So. Munition und Geld gibt's hier. Müsste man nur noch alles einsammeln. Und womit soll ich das Ding jetzt verfolgen? Ohne Auto? Ja, nehmen wir halt einen schwerfälligen Truck, auch in Ordnung. Meine Herren, ist das schwierig, so ein Auto hier diese Rampe runter zu gurken. Whoa!
Verstärkung von hinten, tolle Nummer. Nein, das war falsch. Das war nämlich zu spät. Aber der kommt hinten wieder raus, sonst bin ich im Arsch. Wieso darf ich den jetzt schon wieder nur niederschlagen? Der schießt und ich darf ihn nur niederschlagen. Ist das nicht ein Mist? Komm schon, schneller, 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 du hast ihn gleich. Ja, schön für die Polizei. Letztendlich. Cool, eine AK 47. So, dann rein in den Maserati, Bentley, Verschnitt, wie auch immer. Und weg von der Polente. Ich fahre einfach mal hinterher, wenn es recht ist, ne? Anscheinend nicht. Wollte ich nicht. Gott, mein Ruf geht gerade richtig böse im Keller. Nur weil ich wieder zu blöd zum Autofahren bin. Das war nicht gut. Funktioniert das? Dürft ihr eigentlich nie, weil ihr genau wisst, dass ich hier hinter dem Tor bin. Anscheinend doch. Okay, ist ja ulkig. War der Bulle sogar hier drin und hat mich trotzdem nicht gesehen. Komische Nummer. So, sehr schön. Verstecke, jawohl. So, Skillpunkt, den ich... Ah, da gibt's was. Ah ne, es ist wieder... Ja, ich bin gestorben, ich weiß, ich bin gestorben.
Ansonsten, wie kann ich denn das Zeug mal freischalten hier? Beginnen Sie eine neue Welt. Okay. Dann wollen wir mal kurz gucken, was es hier so zu schauen gibt. Wir können uns noch einen Turm holen, oder? Ah, ich wollte in den Waffenladen, genau. Ich wollte mich ja mal wieder ausstatten, nachdem wir jetzt ein paar Euro 50 bekommen haben. Mehrere Mitglieder des Chicago South Club wurden nach einer Razzia in einer beliebten Sportbar in Brandon Docks verhaftet. Namen wurden nicht bekannt, doch die Razzia wird bereits von Bürgerrechtlern kritisiert, da sie den Leiter der Organisation außen vor ließ, den Unternehmer Dermot Lucky Quinn. Den kennen wir doch, den Lucky. Der ist halt so lucky, dass er die Bullen geschmiert hat und deswegen man ihm nicht ans Bein pinkelt. So, den Fixauftrag nehmen wir gleich noch mit, nachdem wir hier im Shop waren. Wie komme ich denn jetzt hier an den Waffenladen ran? Ist der unter mir oder was? Ah, da hinten ganz Ammo. Okay. Buy, sell, trade. Machen wir jetzt hier ein Sammelwaffenspiel oder was? Schöne Auswahl. So, was haben wir denn? Wie geht's? Granatwerfer. Frag, wenn du was brauchst. Den haben wir anscheinend schon. Da unten drunter gibt es ja noch einen für 45. Na klar doch. Eine MP5. Eigentlich nicht verkehrt, auch wenn sie gerade viel kostet. Die haben wir. Mit der sind wir unterwegs, die haben wir noch nicht. Vollautomatische Maschinenpistole. Oh, eine Desert Eagle mit 50er Kaliber. Geile Nummer. Was ist das Schönes? Halbautomatische Revolver. Ein ordentliches Sniper bräuchten wir mal. Und zwar das hier für 45k. Schrottflinten. Können wir auch noch was nachlegen. Also Geld können wir anscheinend noch genug ausgeben. Müssen wir demnächst mal ein bisschen auf Kreditkartenjagd gehen. So, ein bisschen Munition noch. Jawohl. Und dann geht's raus. Bis dann. Gibt's hier noch irgendwas? Kugelsichere Westen oder so? Nein. 5000 Dollar haben wir noch. Ich brauche ein Auto. Auto? Auto. Ich brauche ein Auto. Da eine Ampel. Kreuzung, wie auch immer. Wenn ich bitten dürfte um den Sumibichi. Danke. Und hüpf. Ah, Mist. Das war ja wieder klar. Warum müssen diese Bäume eigentlich immer im Weg stehen? Es geht sofort weiter mit dem Fixauftrag. Keine falsche Hektik. Nur gibt es hier im Hinterhof auch noch was. Und zwar soll ich hier irgendwo... Nein, ich brauche keinen Blackout. Da-da-dam. Darüber. Was ist das? Das kann ich noch nicht entriegeln. Müsste ich da höher... Wir sind Boller im Blackout. Ich will aber nichts Blackouten. Ich möchte nur wissen, wo dieser Schmuh hinführt. Ach, die Kameras können auch ein bisschen schneller agieren da hinten. Okay. Meine Güte, da machst du Meter mit der Maus, bis das mal bewegt wurde. Jetzt kann ich das entriegeln.
Und jetzt da oben will ich ihn. Nein, das war jetzt doch ein Blackout. Mist. Ach Mist. Jetzt komme ich hier nicht rein. Mit meiner eigenen Doofheit. Verbrechen oder Fixer? Gut, machen wir das Verbrechen. Ah, ist wieder da. Ah, okay. Das Verbrechen muss warten. Darf ich da bitte jetzt mal durch? Wo ist denn jetzt hier der... der Punkt, wo ich eindringen könnte? Das hier ist nur eine Kamera. Da ist es doch. Ich möchte gerne in mein Auto zurück. Aber anscheinend habe ich das so gut hier eingeparkt, dass ich da nicht mehr rankomme. Gut, nächstes ist. Nehmen wir doch nochmal so einen kleinen knuffigen hier, so einen Renault Swift Verschnitt. Und diesmal hätte ich gerne den Verbrecher geschnappt, denn ich brauche dringend wieder ein bisschen Ruf. Wo muss ich denn hin? In der Nähe sein. Bleib weg, Arschloch! Danke, ich war wie gelähmt. Hey! Er, hey! Meine Güte! Hey, pass auf! Dann schießt er auch noch. So haben wir nicht gewettet, Freundchen. Geh doch. Jo, an der Stelle klinke ich mich dann erstmal aus. Nächstes Mal machen wir dann noch einen Fixer-Auftrag und ein bisschen Kleinkram. Und ja, würde mich freuen, euch das nächste Mal wiederzusehen. Sollte es euch heute gefallen haben, dann natürlich bitte den Daumen nach oben. Würde mich auch entsprechend freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Spotty.